Der YouTuber Heikel ist nicht gerade dafür bekannt, einer der respektvollsten Creator zu sein, aber diesmal hat er sich wirklich selbst übertroffen. Sie will doch nicht allen Ernstes damit rausgehen. Voll komisch sieht das aus. Hier so unten so komisch, fett, Kartoffelsack. Das ist nur ein kleiner Ausschnitt von seinen Aussagen über die Influencerin Yasmin Azizam, für die er sich tatsächlich feiern lässt und auf die er wirklich stolz ist. Deswegen habe ich mir gedacht, perfekt, dann müsst ihr ihn ja auch wirklich freuen, ja, wenn ich sein gutes Wort weiterverbreite und euch allen zeige, was für ein Mensch Heikel wirklich ist. Was geht ab, meine Freunde? Herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Und herzlich willkommen zurück bei der besten Sendung auf ganz YouTube. Ihr habt es richtig gehört, heute haben wir ein heikles Thema. Die meisten von euch werden den Boy wahrscheinlich eh schon kennen. Er ist YouTuber und Twitch-Streamer. Außerdem ist er ein Dovi-Dovi und wenn ich sage Stoppi, dann für dich wäre die schlimm. La 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 la. Keine Ahnung, was das heißt. Das ist seine YouTube-Beschreibung. Er ist halt sowas wie der Sidekick von ABK, was ja eigentlich sehr nice ist. Ich bin tatsächlich ein bisschen neidisch. Ich meine, mein Sidekick ist Kerstin Ott. Aber ABK und er sind faktisch die gleiche Person. Ich meine, er hat sogar No Cap im gleichen Raum mit dem gleichen Fischaugenobjektiv damals Videos gedreht. Warum die Perspektive irgendwer feiert, check ich bis heute nicht. Soll mir aber auch egal sein. Ja, viel wichtiger ist das, was er heute macht. Er hat nämlich auch einen Zweitkanal auf YouTube namens Echt Heikel, wo er seine Twitch-Reactions hochlädt. Unter anderem reagiert er hin und wieder auf die Influencerin Yasmin Azizam, von der ich in meinem Leben noch nichts gehört habe. Kann ich kurz sagen, früher gab es gefühlt die Außenseiter Alberto und Cold Mirror. Und heute lerne ich jeden Tag irgendwen kennen mit geisteskrank vielen Followern. Yasmin macht auf YouTube Vlogs, Hauls, Beauty-Stuff, weißt du, sowas halt. Und passend dazu leitet sie die Firma Azizam Cosmetics, wo sie Eyelashes und Haarspangen verkauft. Ich gebe es zu, überhaupt nicht meine Welt. Darum habe ich mich gefragt, warum Heikel überhaupt auf die reagiert. Ich weiß nicht, vielleicht hat er irgendwas mit der zu tun oder so. Vielleicht haben die irgendein Beef gehabt. ApoRate würde jetzt sagen, was habe ich euch getan? Habe ich euch irgendwie mal geschubst, dass euch der Joghurt aus dem Rucksack gefallen ist oder so? So oder so stellt sich heraus, dass Yasmin selber nicht gerade den besten Ruf hat, zumindest in dieser Bubble. Es wird behauptet, dass sie diese Haarspangen und den ganzen, dass sie das auf Alibaba oder AliExpress für unter 1 Euro einkauft und dann wieder teurer verkauft. Es wird gesagt, dass sie ihren Freund betrogen hat. Aber Real Talk, ich hab keine Ahnung, ich weiß es nicht. Guck mal hier, seht ihr das? Seht ihr die Qualität? Seht ihr das hier? Und guckt euch wieder das hier an. Und die kaufen das noch. Wie kann man sowas kaufen? Kann sein, dass es alles Quatsch mit Soße ist, ja. Ich will halt nicht sagen, dass das stimmt, ja. Es geht halt nur darum, dass sie halt nicht gerade den besten Ruf hat. Aber das bringt tatsächlich auch recht witzige Stories mit sich. Zum Beispiel, letztens hat sie mit einer Influencerin namens Miuan gebieft und diese Miuan ist dann zu ihr nach Hause gefahren und hat auf ihre Hausfassade Eier geworfen. Fangen wir mal einfach da an, dass wir uns gegenseitig im Internet gebieft haben. Und ich wollte vor deine Haustüre kommen, weil du eine Straße neben mir gewohnt hast. Du bist daraufhin nicht runtergekommen. Ich weiß nicht, ob du nicht da warst. Ich weiß nicht, ob du extra die Türe nicht aufgemacht hast. Aber du bist nicht bereit gewesen, es persönlich zu klären. Leute, ich bin ehrlich, ich habe mir einfach Eier geworfen. Ich weiß, das ist asozial und eigentlich will ich auch gar nicht lachen. Andererseits findest du es dann aber doch angebracht, als erwachsene Frau Eier auf ihr Haus zu werfen. Wobei du selber gesagt hast, vielleicht ist sie gar nicht zu Hause. Vielleicht ist sie nicht zu Hause, aber sie will das nicht persönlich klären. Meine Güte, wo außer im Internet findest du solche Leute? Ja komm, weißt du was? Ich hätte gesagt, wir schauen einfach mal in die ein oder andere Reaction von Heikel auf Yasmin Azizam rein. Und ja, lass uns berieseln. Spontan meinen Sinn kann machen. Oh. Ah, da wurde wieder ungesund gegessen. Zu viel Zucker. Man sieht direkt, das sind Zuckerpickel, die sie hat. Streuselbrötchen Gesicht. Yam, yam, yam. Wer möchte einen Happen von Yasmin Azizam? Und die neuen Fingernägel gehen auch gar nicht. Steht hier überhaupt nicht, weil sie hat dicke Finger. Oh, Bibi. Was ist mit deinem Gesicht passiert? Sie hat ziemlich viel Plack auf den Zähnen. Leggings-mäßig und die Sohle. Aber ich find's irgendwie eklig, wenn man mit diesen Hosen draußen rumläuft. Ich weiß nicht warum. Ja. Oh, Mausi. Ey, der Hund sieht einfach aus wie sie. Guck mal bitte das Gesicht. Die Hautfarbe vom Hund, die Augen vom Hund. Guck mal. So klein und zusammengedrückt. Der Hund hat auch hier vorne Plack. Oh, sie hat einen sehr, sehr eitrigen Mitesser. Die Haut hat sehr stark gelitten. Ich glaube, die isst zu viel Süßigkeiten. Ihr Gesicht ist leicht aufgedunsen, ne? Absolut qualitativer Content, der hier geliefert wird. Fast so gut ist aber auch seine Art, mit Kritik umzugehen. Wir schauen auf die Kommentare unter genau diesen Videos. So ein unnötiger Account. Noch nie so einen unsympathischen Menschen gesehen. Du musst wirklich unzufrieden sein mit deinem Leben, dass du nichts anderes kannst, als dich über andere zu amüsieren und nicht erstmal mit deiner eigenen Persönlichkeitsentwicklung anzufangen. Deine Eltern sind bestimmt stolz, wenn sie das sehen. So kreativ. Und die Leute, die das hier noch unterstützen, sind in meinen Augen nicht besser. Einfach ein armes Würstchen, der Typ. Und guess what? Das arme Würstchen hat den Kommentar einfach ein Herz gegeben.
geben. Ganz interessante Möglichkeit, sich auf so einen Kommentar zu beziehen. Aber es gibt ja auch noch mehr. Finde es sehr schlimm, wie du dich über die äußerst. Das ist Mobbing. Kenne sie nicht, aber sieht definitiv besser aus als du. Und er liked's wieder und schreibt dann drunter, danke, denke auch so. Perfekt, Digga. Wenn man sich Mühe gibt, dann findet man sogar teilweise positive Kommentare. Den hier finde ich richtig geil. Heikel ist Master im Judgen und Mobben. Alter, wie kann dem jede Sache so auffallen? Und der pisst sich so auf. Haha, ich liebe dich, Heiki. Geil, Heikel ist Master im Mobben und Judgen. Tambi. Bei uns in Österreich wird man sagen, Hamster ins Hirn geschissen. Es ist halt auch eine Sache, sich über eine Person lustig zu machen oder sie zu kritisieren. Ich mache in meinen Videos genau das Gleiche, aber das ist einfach nur blindes Bashing. Wenn mir der Jasmin die kleine Zehe 5 mm zu weit links wäre, dann würde er gleich sagen, bäh. Ich finde es aber no cap wirklich nice, dass die Community nicht einfach sagt, okay, Jasmin, die ist sowieso dumm, die hat's verdient, keine Ahnung. Die Comments unter Heikels Videos sind teilweise so böse. Ich habe kurz gedacht, ich bin in einem Alim Bachmann Livestream. Vor kurzem hat er es aber komplett auf die Spitze getrieben. Er hat schon wieder auf Jasmin reagiert, weil ja auch die letzten Reactions so gut angekommen sind. Ich sag's gleich dazu, die Reaction ist nicht mehr online, weil tatsächlich so viele Leute das Video geflaggt haben, dass es runtergenommen wurde. Aber Jasmin hat einen Ausschnitt davon auf Instagram gepostet. Wir schauen rein. Sie will doch nicht allen Ernstes damit rausgehen. Und sie hat echt, also wirklich, ich möchte kein Bodyshaming betreiben, aber wenn sie sich schon uns ihren Körper zeigt, ne? Alter, was ist das für ein komischer Körperbau, den sie hat? Voll komisch sieht das aus. Hier so unten so komisch, fett, dann oben wieder so schmal, aber so einen dicken Bauch. Was ist das? Ein Outfit? Ja. Kartoffelsack. Ich hab doch gesagt, du kannst das. Boah, Alter, guck mal, voll gefressen. Warum gehen meine Pickel nicht weg? Oh, noch mehr Industrieabfall zu mir nehmen. Ham, 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 ham. Ah, mein Gesicht. Ja, klassische Heikel-Reaktion. Ich würde halt sagen, das ist der Master of Mobbing in Aktion. Ganz kurze Frage, Heikel. Hast du in deinem Leben schon mal eine Frau gesehen? Das sind Bilder von Jasmin an alle Frauen da draußen. Wenn ihr so ausseht, habt ihr laut Heikel einen komischen Körperbau und seid fett. By the way, wehe, euer Brustumfang ist zu schmal, weil dann seht ihr aus wie ein Kartoffelsack. Aber weißt du was, Meister? Das gleiche Spiel kann ich auch spielen. Alter, was ist das für ein komischer Körperbau, den sie hat? Voll komisch sieht das aus. Hier so unten so komisch, fett, dann oben wieder so schmal. Noch mehr Industrieabfall zu mir nehmen. Ham, 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 ham. Ah, mein Gesicht. Ja, jetzt wo wir das geklärt haben, schauen wir mal rüber zu Jasmin. Die hat nämlich auch ein Statement dazu hochgeladen und ich sag's gleich dazu. Ihr Statement fand ich tatsächlich gar nicht mal so gut, weil sie hat selber beleidigt, sie ist selber ein bisschen arrogant rübergekommen und hat auch noch ein bisschen mehr gemacht, aber das werdet ihr gleich sehen. Ich wollte es nur kurz dazu sagen, weil ich stehe halt hinter vielen Aussagen, die da jetzt gedroppt werden, aber nicht hinter allem. So, wir gehen rein. Auf jeden Fall gibt es jemanden, der die ganze Zeit Reaction-Videos auf mich macht, die absolut, absolut, absolut keinen interessieren. Es tut mir leid, aber du interessierst keinen. Ich kannte dich nicht mal vorher. Deine Videos werden mir geschickt, du Opfer. Und dann gucke ich mir diese Scheiße an und lache darüber, weil du einfach nur ekelhaft bist. Das Einzige, was mich sehr, sehr sauer macht und traurig, ist, dass du der Grund bist, warum andere Frauen sich denken, okay, ich kann mich nicht mehr so zeigen oder ich bin hässlich oder ich bin fett oder keine Ahnung was. Junge, wer bist du, dass du mich fett nennst, Alter? Ich schwöre, ich komme nicht darauf klar, dass du meine Pickel beleidigst. Wer bist du? Das geht einfach nicht mehr. Und egal, ob ich das bin, die der beleidigt, wie gesagt, er kann mich beleidigen, es juckt mich nicht. Aber hör auf, Frauen das Selbstbewusstsein zu nehmen, du Hund. Ja, Real Talk einfach komplett unnötig, sich wirklich über die minimalsten Hautunreinheiten von jemandem lustig zu machen oder den Körperbau von jemandem, der absolut normal aussieht, lustig zu machen. Ich bekomme sowas auch öfter zu hören, ja, hey, Digga, ich find's richtig nice, wie viel du abgenommen hast, Gurkensohn. Aber, liebe Jasmin, das, was du da so gedroppt hast, war auch nicht ganz koscher. Allein diese Wer-bist-du-überhaupt-Attitüde fand ich schon ein bisschen weird, aber dann kommt sowas. Ich bin kein Mensch, der sagt, beleidigt ihn, macht ihn fertig oder sonstiges. Aber ich gebe euch jetzt das Go, alles zu machen, was ihr wollt. Oder unter ihm sein Video kommentieren zu wollen, was ihr wollt. Ich schwöre euch, ich habe nicht mal 1%, nicht mal 1% Mitleid mit ihm. Ekelhaft, das Stück.
Schokolade? Ja, ihr habt es gesehen, sie ruft einfach straight up dazu auf, dass man zu ihm rübergeht und ihm schlechte Kommentare schreibt und ihm schreibt, weiß ich nicht, Digga, du bist schlecht in Fortnite. Man sollte sich als Person des öffentlichen Lebens gerade mit so einer Reichweite auch dessen bewusst sein, was das für Konsequenzen hat, weil das werden Leute sehen und das werden Leute machen. Und außerdem verstößt es halt ganz klar gegen die Instagram-Richtlinie. Du darfst nicht einfach deine Community auf den anderen draufhetzen, auch wenn du im Recht bist, das ist wurscht. Gut, also, es ist auf Instagram ein bisschen hin und her gegangen, es gab einen kleinen Shitstorm gegen Heikel. Sie f***t sich einfach nur darüber ab, ne? Oder sie kommt nicht damit klar, dass ich sie einfach nicht geil finde. Es gibt keinen Menschen, der wegen meinen Videos sich denkt, oh mein Gott, ich darf keine Pickel haben, nein, och nein. Jeder guckt diese Videos, lacht und macht das Video aus und fertig. Es interessiert überhaupt gar keinen. Weil ich Yasmin Azizams Körper nicht attraktiv finde und sarkastische Videos mache, wo man voll und ganz versteht, das ist kompletter Sarkasmus, Leute. Das ist kein Mobbing. Das ist kein Mobbing. Das ist einfach kein Mobbing. Nein, ist es nicht. Streuselbrötchen-Gesicht, weil sie hat dicke Finger. Was ist mit deinem Gesicht passiert? Sie hat ziemlich viel Plack auf den Zähnen. Ey, der Hund sieht einfach aus wie sie. Ich glaube, die isst zu viel Süßigkeiten. Ich schwöre es dir, ich werde weiterhin auf deine Videos reagieren, so wie ich es immer mache. Ich werde auf jedes Video reagieren, Leute. Und wenn ich mit dem ersten Video, was sie auf YouTube hochgeladen hat, anfangen muss. Weißt du, ich denke mal halt, es ist komplett in Ordnung, sich über irgendwas lustig zu machen. Ich mache mich auch über Leute lustig, die Probleme mit ihrem Maiskolben haben. Ich meine, ich habe das Problem, dass ich morgens aufstehe und so lange mein Maiskolben oben steht, ohne dass eine Frau etwas mit dem macht. Das ist das Problem, was man heutzutage hat. Aber stattdessen ein Körperbau, der wahrscheinlich von den meisten Frauen sogar als sehr erstrebenswert gilt, als Kartoffelsack zu bezeichnen, so Digga. Ich verstehe es, ja, du musst deinen Status als Master des Mobbings aufrechterhalten. Aber ja, meine Freunde, mich würde auf jeden Fall interessieren, wie ihr das Ganze seht. Lasst es mich gerne unten in den Kommentaren wissen. Lasst mir auch gerne ein Like da, lasst mir gerne ein Abo da für die Leute, die es noch nicht gemacht haben. Ich bedanke mich für's Zuschauen und damit bis zum nächsten Mal. Tschüss.